So, geht das hier? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ende Oktober wurde bekannt, dass in den Akutstationen der Psychiatrie der Rostocker Universitätsklinik zu wenig Personal und Betten für die Patienten vorhanden sind. Die Ostsee-Zeitung vom 27.10. berichtete mit Verweis auf den Klinikchef Professor Thom von einer 10-prozentigen Überbelegung. Die aktuell 126 Betten sind mit im Schnitt 146 stationär aufgenommenen Patienten überbelegt. Die Fraktion BMV hat das veranlasst, hierzu das Thema im Landtag aufzurufen. Und, meine Damen und Herren, ich finde, wie wir auch gehört haben, schon, dass es richtig ist, das Thema zu besprechen. Nicht nur, weil die Zahl der Menschen mit behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen stetig steigt, sondern auch, weil dieses Problembeispiel zeigt, wie Politik gemeinsam mit allen Planungsbeteiligten im Gesundheitsbereich schnelle Lösungen erarbeiten kann. Meine Damen und Herren, seit Monaten Überbelegung, lange Wartezeiten für klinische Therapien und damit keine bedarfsgerechten und guten Bedingungen für psychisch Erkrankte. Das war das Fazit, das Ende Oktober veröffentlicht wurde. Den Stein ins Rollen gebracht hat die Besuchskommission, ein Gremium, dem Ärzte, Vertreter des Gesundheitsministeriums, Bürger und Fachleute der Hansestadt Rostock angehören. Hintergrund ist, dass die Anzahl der zu behandelnden Menschen seit Anfang dieses Jahres stark zugenommen hat. Zum einen, weil die Bevölkerung in und um Rostock immer weiter wächst und zum anderen, weil die Anzahl Älterer aufgrund des demografischen Wandels zunimmt und psychische Erkrankungen im höheren Lebensalter statistisch fundiert vermehrt auftreten. Unterm Strich sind mehr Menschen zu versorgen und das hätte früh und vor allem rechtzeitig eingeplant werden müssen. Erfolgte Aufstockung im teilstationären Bereich, die tagesklinische Kapazität in Mecklenburg-Vorpommern wuchs seit 2012 um 2/3, können da offenbar keine gänzliche Abhilfe schaffen. Im stationären Bereich betrug die Steigerung 6%. Bereits der von der Landesregierung im August 2011 vorgelegte Plan zur Weiterentwicklung eines integrativen Hilfssystems für psychisch kranke Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hat verdeutlicht, dass in MV die Risikofaktoren für die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen aufgrund der relativ hohen Arbeitslosigkeit, aber auch aufgrund der älter werdenden Bevölkerung voraussichtlich steigen werden. Hierauf muss also nicht nur im ambulanten, sondern auch im stationären Bereich reagiert werden. Und dazu gibt es ein festgelegtes Verfahren der Psychiatrieplanung, nach dem auf Grundlage der Auslastungszahlen der vergangenen Jahre in der Region der zahlenmäßige Bedarf für Psychiatriebetten bewertet wird. Im Falle der Rostocker Psychiatrie haben die Planungsbeteiligten nach Bekanntwerden schnell reagiert und nach Gesprächen zwischen dem Land, der Universitätsmedizin und der Stadt eine Ergänzung zum Krankenhausplan beantragt. Diese wurde vom zuständigen Ministerium auch genehmigt. Kurzfristig wurde die Anzahl der Betten erhöht, mittelfristig erfolgt mit dem neuen Bescheid, der der UMR diesen Monat zuging, nun die Erhöhung der Kapazitäten auf 160 Betten. Eine neue Station wird dafür eigens geschaffen und soll bis September kommenden Jahres betriebsbereit sein. An dieser Stelle bleibt zu hoffen, dass es vielleicht auch früher möglich ist. Auch eine weitere Steigerung der Bettenanzahl, sollte der Trend über 160 Betten hinaus anhalten, könnte mit dem Umzug der Neurologie aus Gelsdorf ins ZMF Mitte des Jahres 2019 erfolgen. Es bestehen also auch im Falle eines weiteren Anstiegs steigenden Bedarfs Perspektiven zu dessen Deckung. Bleibt festzuhalten, die Kapazitätsengpässe, die weder für die Patienten noch für die Beschäftigten tragbar waren, wurden erkannt und durch die entsprechende Reaktion der Planungsbeteiligten planerisch behoben. Gleichwohl, muss ich sagen, stimme ich zu, dass in der Diskussion einzelne Punkte aufkamen, die neu sind, sodass die gesamte Situation durchaus noch mal unter Beobachtung bleiben sollte. An der Stelle vielleicht auch der Verweis, dass YouTube keine unbedingt gesicherte Quelle in der heutigen Zeit ist. Da würde ich darum bitten, einfach mal zu schauen, woher die Informationen kommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.